Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Mick Knauf Daily. Heute am Börsenmontag und im neuen Börsenmonat, müssen wir sagen. Ja, am Freitag 13.786 Punkte für den DAX. Ein Wochenminus zwar von 1,5%, aber auf Monatssicht, auf Februarsicht, liegen wir da immer noch kommod im Plus mit 2,6%. Ja, die Amerikaner, der Dow Jones bei 31.038 Punkten raus. Das war ein Minus am Freitag von 1,5%. Der Nasdaq 100 im Plus bei 12.960. Ja, seit drei Wochen haben wir jetzt ein Hin und ein Her, ein Hin und ein Her. Der Kampf zwischen den Bullen und den Börsen, den Optimisten und den Pessimisten, immer wieder zwischendurch kurzfristige Korrekturen bis an die Grenzen beim DAX 13.664. Aber sobald wir nach unten fallen, ja, die Käufer nehmen die Niveaus von 13.700 Punkte gerne auf, um halt eben verbilligt nachzukaufen. Ja, letzte Woche waren es vor allen Dingen die Ängste mal wieder vor Zinsen und der steigenden Inflation. Umso wichtiger diese Woche mal wieder Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, der hat ja schon versucht, letzte Woche Mittwoch die Märkte zu beruhigen, indem er gesagt hat, die Zinsen bleiben niedrig aktuell in den USA bei 0-0,25% und er setzt sein Anleiheankaufprogramm weiter fort. Aber das scheint irgendwo nicht genügend gewesen zu sein. Somit warten wir auch diesen Donnerstag klar mal wieder auf Jerome Powell, mal wieder auf den Chef der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, um halt eben seinen Beschwichtigungsversuchen weiterhin geduldig zuzuhören. Klar, auch das Thema Inflation spielt natürlich mittlerweile eine Rolle. Also von daher der Donnerstag sicherlich ein wichtiger Tag für die Börse. Ja, ansonsten haben wir noch so ein paar Reste von Zahlen, muss ich sagen, auch aus dem DAX heraus, aber vor allen Dingen aus der zweiten Reihe, wie halt eben heute Global Fashion Group oder der Videodienst Video Communication Zoom, mit dem ja mittlerweile viele, viele arbeiten, die da im Homeoffice sitzen. Ja, dürfte interessant sein, ob Zoom da tatsächlich auch von profitiert hat. Morgen am Dienstag dann Zahlen von HelloFresh, von Sixt, von Kion und einer der teuersten Aktien, nämlich Lind und Sprüngli. Da geht es natürlich um die süße Versuchung Schokolade. Am Mittwoch dann einer der Termine, den ich mir ganz dick angestrichen habe im Kalender, denn die Deutsche Börse AG hat mal wieder Indexzusammensetzungen und nach dem Fall Wirecard hat man ja hier sein Regelwerk von der Deutschen Börse AG verändert. Die neuen Regeln greifen jetzt ab diesem Jahr 2021. Ja, und so hätten zum Beispiel Unternehmen wie Siemens Energy, wie HelloFresh oder auch Zalando die Möglichkeit, eventuell in die erste Börsenliga, in den DAX aufzusteigen. Dafür müssten dann Weichen Beiersdorf und gegebenenfalls Heidelberger Zement. Ja, und wenn wir den Hintergrund dahinter kennen, dass viele Fonds, viele Vermögensverwalter, viele Finanzverwalter natürlich die Fonds in der Gänze abbilden, DAX und auch MDAX, dann müssen die natürlich für den DAX die neuen Werte kaufen, respektive die alten verkaufen und halt eben das dem Index anpassen, was meistens natürlich einen positiven Schub für diese Aktien bedeutet. Also spannender Termin am Mittwoch und am Donnerstag geht es dann weiter. Da geht es so richtig los. Der Donnerstag scheint mittlerweile der Tag zu sein, an dem die meisten Quartalszahlen kommen. Da haben wir dann Henkel, da haben wir die Deutsche Lufthansa, da haben wir Merck und Vonovia, dann aus der zweiten Reihe Drägerwerk, Evonik, ProSiebenSat.1 Media, Schaeffler und aus den Vereinigten Staaten dann nochmal die Unternehmen Gap und Costco Wholesale. Dazwischen noch jede Menge Konjunkturdaten. Entschuldigung, aber ich denke, wichtig, wie gesagt, auf jeden Fall der Mittwoch und natürlich dann Jerome Powell diese Woche. Schauen wir mal, ob er es tatsächlich schafft, die Börsen zu beruhigen. Bleiben Sie mir so lange gesund, haben Sie eine gute, eine erfolgreiche Börsenwoche. Wir sehen uns dann am Montag wieder.